Herzlich willkommen zu den Lightning Talks, der letzte Talk vor dem Closing auf diesem Event. Wir haben heute nochmal 4 Lightning Talks, es sei denn, es kommt noch spontan jemand dazu, wenn wir am Ende noch Zeit haben. Und den Anfang macht Daniel, der uns was über nach IMAP kommt JMAP erzählt. Bitteschön. Jo, danke. Ja, hi, ich bin der Daniel. Ich stand gestern unten und habe einen Vortrag darüber gehalten, wie geil es ist, mit XMPP seine eigene Instant-Messaging-Infrastruktur zu hosten. Und eigentlich würde ich das auch gerne mit E-Mail machen. Da gibt's dann allerdings ein kleines Problem. Und zwar die einzige Lösung auf Android, die es dafür gibt, ist nicht so richtig cool. Ich kriege relativ viel E-Mail beruflich und ich beantworte auch gerne E-Mails von meinem Handy aus, wenn ich irgendwo unterwegs bin, und K9 deckt da einfach nicht so richtig meinen Workflow ab. Auf der anderen Seite, die Gmail-App ist relativ cool und die tut so genau das, was ich haben will. Und das ist der Grund, warum ich mit meiner E-Mail leider immer noch bei Google bin. Aber wie schwer kann das eigentlich sein, so irgendwie einen E-Mail-Client zu schreiben, der einigermaßen vernünftig ist? Stellt sich raus, doch einigermaßen kompliziert. Wenn man sich irgendwie mal das IMAP-Protokoll anguckt, da gibt es irgendwie 30.000 Erweiterungen und für jedes Problem gibt es irgendwie 2 Lösungen, eine, die implementiert ist und eine, die man tatsächlich benutzen will. Und wenn man dann irgendwie auch noch seine E-Mail so vernünftig threaded haben will, also irgendwie seine versendeten E-Mails auch im gleichen Thread haben will, dann muss man seine E-Mails ja auch irgendwie über IMAP wieder hochschieben und über ein anderes Protokoll, SMTP bzw. Submission, hochladen, beziehungsweise da gibt es dann auch wieder so Lösungen, wo man irgendwie das zuerst über IMAP hochlädt und dann, das ist alles kompliziert. Zum Glück gibt es da so etwas, das nennt sich JMAP. JMAP kommt nach IMAP und im Grunde genommen ist das IMAP inklusive aller Erweiterungen, die man halt so braucht, wie serverseitige Suche und E-Mail versenden über das gleiche Protokoll. Und im Hintergrund arbeitet es aber auf der gleichen Datenstruktur wie IMAP, also das ist IMAP relativ ähnlich. Ja, und das fasst das halt alles zusammen und packt das in so eine JSON-Struktur, dass jeder Befehl, also jede Abfrage und jeder Request seine eigene HTTP-Request ist. Was halt so ein bisschen praktisch ist, wenn man irgendwie auf mobilen Geräten laufen möchte und dann nicht die ganze Zeit so ein Daemon im Hintergrund laufen lassen möchte. Gut. Ja, implementiert ist das bisher in einem E-Mail-Server, den man schon halb wieder vergessen hat, namens Cyrus. Da Cyrus ist hauptsächlich von den Fastmail-Leuten entwickelt und die benutzen so ein JMAP-ähnliches Ding schon seit Jahren für ihre eigene Infrastruktur. Und ja, das gucke ich mir schon die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen an und bin seit einem halben Jahr dabei, immer mal wieder an so einer Java-Library dafür am Arbeiten. Und der Hauptgrund, warum das noch nicht veröffentlicht ist, ist, dass ich mir noch nicht irgendwie einen guten Namen überlegt habe. Irgendwie so JJMAP, J-Square, anders geschrieben, keine Ahnung. Machen tue ich das, weil ich letztendlich irgendwie einen Android-Client schreiben möchte, der auf JMAP basiert, für den ich einen ziemlich geilen Namen habe, den ich aber noch nicht veröffentlichen möchte. Ja, und warum ich euch das alles erzählt habe, ist, dass ich da Mitstreiter für suche. Also wenn ihr irgendwie auch der Meinung seid, dass ihr irgendwie viel E-Mails habt und K9 da nicht irgendwie so die richtige Lösung für ist, dann, ich heiße Daniel Gulsch, meine Webseite steht jetzt oben dran, dann sprecht mich an oder schreibt mir eine E-Mail oder kommt gleich noch zu mir. Danke. Herzlichen Dank auch dir. Gibt's Fragen? Sieht nicht so aus. Gut, dann machen wir weiter. Danke dir. Und als nächstes haben wir Julius, der uns was über den MIT App Inventor erzählt. An der falschen Stelle. Bitte? An der falschen Stelle. Ups. Bitteschön. So, ja, der MIT App Inventor. Es ist clicky mit Bunti.
Wir benutzen den öfters bei uns bei Girls Days und Ähnlichem. Es ist sehr gut dafür geeignet, Programmierung Leuten nahezubringen, die nur kurz da sind, die schöne Bilder mögen, die vielleicht keinen Bock haben, sich jetzt lange in Python oder irgendwas einzuarbeiten. Ich habe jetzt mal die Folien, wie wir sie benutzen, etwas angepasst und zeige euch mal, wie schnell man im Endeffekt ein kleines Malprogramm auf dem Android mit diesem MIT App Inventor entwickeln kann. Wer möchte, kann auf diese Webseite gehen und gucken, ob er schnell genug mitkommt. Man braucht zwar einen Google-Account, aber das sollte für die meisten nicht so das Problem sein. Man müsste nur, wenn man viele braucht, sich frühzeitig das überlegen und ab und zu mal einen registrieren. Wie sieht das Ganze aus? Ja, man hat ein schönes Interface. Auf der linken Seite kann man einzelne Elemente reinziehen. Man kann sich diese ganze App erstmal schön zusammen designen. Für unser Beispiel brauchen wir ein paar Buttons für Farben und eine Leinwand. Genau, da sind die drei Buttons, die kann man schön benennen. Man kann die Schrift ändern, man kann die Farbe ändern. Man zieht ein Leinwand-Element darunter. Sieht dann so aus. Dann brauchen wir noch einen Löschen-Button. Ganz wichtig für die Schüler, die dann da sind oder mit wem auch immer man das sagt. Nettes Benennen ist hilfreich, nicht nettes Benennen ist nicht hilfreich. Und wenn man sich diese ganze App schön zusammengeklickt hat, kann man das Ganze auch programmieren mit Blocks. Das ist ähnlich wie Scratch. Man muss nichts auswendig wissen, man guckt, was man braucht, klickt alles schön zusammen. Die Formen sind hilfreich dafür, zu wissen, was wie zusammengehören darf. Wenn man dafür Helfer braucht, die haben das in 5 Minuten meistens, wenn sie schon mal irgendwas mit Programmieren gemacht haben, gelernt, wie das geht. Warum ist da immer so viel abgeschnitten? Es gibt verschiedene Logikblöcke, zum Beispiel Set-Blöcke oder If-Blöcke. Für uns brauchen wir zum Beispiel einen Set-Block, um die Farbe von unserem Strich zu setzen. Sieht dann so aus. Dann braucht man, geht das auf der Leinwandzeichnung zum Beispiel so, man hat einen When-Leinwand-Dragged-Block, der kriegt die alte Position des Fingers und die neue Position des Fingers. Und dann muss man einfach eine Linie dazwischen ziehen und fertig ist das Malprogramm. Falls man Zahlen für irgendwas braucht, findet man das unter Math, logischerweise. Braucht man zum Beispiel für einen Punkt, weil er einen Radius braucht. Wenn man dann fertig ist mit seiner App, kann man einfach ein Android-Handy nehmen, einen QR-Code scannen und dann wird das live übertragen. Es wird sogar live synchronisiert. Das heißt, wenn man die App schon mal hat und dann eine kleine Anpassung machen möchte, dann wird das einfach übertragen, wenn man kurz wartet. Und im Endeffekt sieht das dann so aus. Ich hätte das jetzt als Live-Demo machen können, aber es geht nur One-to-One und ein Handy mit der Kamera abfilmen, habe ich mir sagen lassen, ist kacke. Ja, und interessante Sachen dazu noch. Man kann das Ganze am Ende als APK exportieren, die Leute können es mit nach Hause nehmen. Seit neuestem gibt es Unterstützung für Internet of Things Devices. Es gibt eine Emulator-Unterstützung, das heißt, man muss nicht 10 Android-Devices da haben, um das mal zu machen. Es gibt eine Crowdsourced-Übersetzung und ich habe mal unsere Präsentation, die wir auf Girls Day und Co. immer benutzen, dauert so eine Stunde, bis damit alle durch sind meistens, hochgeladen zum Runterladen, zum Anpassen, falls man im Makerspace mal eine kleine Aktion machen will oder an der Uni. Tada! Vielen Dank. Gibt's Fragen dazu? Nein, okay. Dann haben wir jetzt noch einen Talk, der eingereicht wurde als Silent Talk. Das heißt, ich klicke einfach nur kurz die Folien durch und ihr guckt die euch an, weil der Speaker nicht mehr da sein kann. Es geht um Living on a Dollar a Day.
kann man sich, glaube ich, einfach mal zu Herzen nehmen. Und dann haben wir jetzt abschließend noch Hendrik, der uns was über den 802.11ax Draft erzählt. Dafür müssen wir ganz kurz an der Technik rumbauen und wir beten an den Technikgott, dass er uns hold ist. Was hast du denn für einen eigenen? So viel zum Technikgott. Das sieht gut aus. So, da ist dein Mikro. Danke, mein Mikro, okay. Ah, das ist leise. State of the WLAN, ich hatte auf der GPN was zum zu 802.11ax erzählt, dass da uns ein schöner neuer WLAN-Standard erwartet. Und seit der GPN hat sich da ein bisschen was getan und ich wollte einfach nur so ein kleines Zwischenupdate geben und ein paar Dinge einwerfen, die da sich jetzt geändert haben, weil ich habe ja auf der GPN gesagt, dass das ein bisschen noch dauern wird, denn der aktuelle Stand ist, dass wir im November 2015 wurde der Draft 1.0 veröffentlicht und seitdem waren die jetzt nicht untätig. Leider gab es da im Januar bei der Abstimmung, ob der Draft so okay ist, nur 58% Zustimmung, was nicht gereicht hat, um diesen Draft durchzuwinken. Deswegen wird aktuell vermutet, dass im Januar 2018 dann der Draft endlich beschlossen werden kann und der Standardisierungsprozess fortgesetzt werden kann. Allerdings wird das erst im Juli 2019 soweit sein, dass dieser Standard final abgeschlossen ist. Die ersten Chipsätze sind schon vorhanden und der Draft 1.30 ist da gerade aktiv. Also ist der aktuellste sozusagen, auf dem sie gerade noch am Rumpatchen sind. Und das letzte Treffen dieser Taskgroup, die sich um diese Entwicklung des Standards kümmert, das war jetzt im Mai. Also die machen schon Dinge. Wir haben jetzt auch von allen drei großen Chip-Herstellern endlich die ersten Chipsätze, die sind jetzt gerade rausgekommen. Die ersten Samples sind draußen. Und man ist jetzt gerade dabei, dann die Prototypen für die ersten Access Points zu entwickeln. Erwarten kann man erste Produkte mit 11AX dann ungefähr so erstes bis zweites Quartal nächstes Jahr und da geht das dann los. Also es hängt natürlich wieder davon ab, ob Samsung oder Apple irgendwie ein Gerät rausbringen, weil erst wenn die das machen, dann kommt ja richtig Fahrt in den ganzen Kram, weil der Rest hinterherziehen muss. Was macht die Taskgroup überhaupt? Also TGAX ist halt die Taskgroup für die AX-Erweiterung. Die machen einfach nur kleinere Änderungen. Das sind einfach irgendwelche Rumpatchungen und da kommen sehr viel von Qualcomm, Intel, Broadcom, weil die halt eben jetzt gerade dabei sind, diese Chips zu entwickeln und denen auffällt so, das ist irgendwie scheiße, das könnte man besser machen. Und deswegen kommt das meiste einfach irgendwie von Fehlern im Protokoll, dass die behoben werden und dass man da Dinge einfach verbessern möchte. Und sie sind noch dabei, so kleine Feature-Requests reinzuhauen. Zum Beispiel der interessanteste Request jetzt vom Mai war, dass sie einen Ausgleich für den Doppler-Effekt in den WLAN-Standard mit reinbauen möchten. Und der Ausgleich ist einfach, dass sie eine sogenannte Mid-Ambel reinfügen. Das bedeutet, die schieben High-Efficiency Long-Training-Fields einfach immer wieder zwischen die Daten, die sie gerade senden, rein, damit sich der Sender und der Empfänger synchronisieren. Und normalerweise findet das ganz am Anfang statt. Und während des Frames soll es halt aufrechterhalten werden, damit diese Doppler-Effekte ausgeglichen werden. Und der Vergleich, den sie dort gemacht haben, war mit 15, 30 und 60 km/h. Und das, ich persönlich frag mich, ob das überhaupt Sinn macht, für 60 km/h dann einen Doppler-Effekt-Ausgleich überhaupt durchzuführen, weil
WLAN-Clients, die sich so schnell bewegen, eigentlich im normalen Applikationsbereichen nicht vorhanden sind. Dafür gibt es einen extra Standard. Das müsste da eigentlich nicht rein. Deswegen wundert mich das etwas, dass die da sich über sowas wirklich dann auch Gedanken gemacht haben. Und hier sieht man jetzt nochmal, was das mit diesen Präambel- und Mitambel-Dingern auf sich hat. Das ist einfach nur, dass sie dann halt da so ein paar Long-Training-Fields reinschieben. Und am Anfang sieht man ja auch schon diese Training-Fields. Und das ist, die fangen mit dem niedrigsten WLAN-Standard an und dann werden die sozusagen immer höher, damit der Client sozusagen merkt, was kann der Access Point und um das ganzen Kram zu synken. Und ja. Und sonstige geile Sachen, die dann kommen, sind jetzt sogenanntes BSS-Coloring. Das bedeutet, dass wenn zwei Access Points auf dem gleichen Kanal senden, dann haben sie noch eine zusätzliche Option in den Frames drin, dass sie erkennen können, dass die Aussendung auf dem Kanal nicht zu ihrer Zelle gehört und dann können sie trotzdem senden und das macht es ein bisschen schöner. Dynamic Sensitivity Control, der Algorithmus ist drin, also dass die Access Points mit Absicht schwächere Signale ignorieren, um halt die Zellgrößen besser zu machen. OFDMA ist drin, da guckt ihr am besten den Talk von der GPN, wenn euch das interessiert. Uplink und Downlink, Multi-User MIMO, also wir können in beide Richtungen, können wir jetzt 8 Usern gleichzeitig irgendwie Daten schicken oder 8 User können gleichzeitig Daten parallel so zeitgleich sogar einen Access Point schicken. Das ist ziemlich weird und ziemlich cool. Und bessere Energiesparmethoden, denn das sind ein paar Features für IoT-Devices reingekommen und ich hoffe ja immer noch, dass irgendwelche IoT-Leute das hören und irgendwann auch dann AX-Geräte nehmen, weil die sind schon ziemlich cool energiesparend und weil der WLAN-Standard-Erweiterung, die dafür gedacht war, um IoT-Geräte effektiver anzubinden, 11AH, wurde leider komplett ignoriert irgendwie. Die bauen leider alle weiter ESPs. So, danke fürs Zuhören, es war ein bisschen speziell, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann danke dir. Wir haben gerade eben noch spontan einen weiteren Lightning Talk reingekriegt, deswegen muss ich dich hier einmal verdrängen. Und zwar wird uns Tobias jetzt noch was über die Fahrplan-App erzählen. Also, genau, Moment, ich muss einmal Technik umbauen. Ich gebe dir einfach schon mal das Mikro, während ich hier versuche, einen Browser zu öffnen. Ja, ich gehe mal in die Kamera. So. Hallo, ich bin Tobias. Ich tippe mal hier schnell eine URL ein. So, nochmal. Ich bin Tobias. Ich habe die Fahrplan-App hier für ein MCD zur Verfügung gestellt. Das mache ich jetzt die letzten 4 Jahre. Und ich will ganz kurz über das Projekt reden, weil sich da ein bisschen was ändert oder geändert hat. Das Projekt stammt ursprünglich nicht von mir. Das wurde von Tux Mobile auf GitHub entwickelt. Der ist aus Berlin. Hat das für einen Kongress immer zur Verfügung gestellt und ich habe dann irgendwann angefangen, da mitzumachen und habe dann für andere CCC-nahe Veranstaltungen die App herausgegeben, so auch für die MRMCD. Und jetzt sieht so aus, dass ich quasi zum Maintainer werde, da Tux Mobile nicht mehr so viel macht. Und ich würde halt gerne dazu auffordern, dass ich A, Feedback von euch bekomme als Nutzer und B, gerne dazu auffordere, dass das Projekt mehr Entwickler, Entwicklerinnen bekommt, weil aktuell hat es einen Bassfaktor von 1. Und Feedback meine ich im Sinne von, was habt ihr für Nutzungsszenarien mit der App, was stört euch, was findet ihr gut und ihr könnt auf alle möglichen Arten und Weisen Feedback geben. Also es gibt diese GitHub-Seite, da gibt es einen Issue-Tracker, da könnt ihr
schreiben. Wer da keinen Bock drauf hat, kann mir auch eine E-Mail schreiben. Die Kontaktdaten findet ihr in der App oder im Play Store oder ja auf GitHub mit ein bisschen suchen. Und die dritte Möglichkeit ist halt der Play Store. Da kann man ja auch einen Text angeben, eine Kurzbeschreibung und dann kann ich kommunizieren. Das Blöde am Play Store ist halt so ein bisschen, da kann ich nur einmal antworten und habe eure E-Mail-Adresse nicht und dann können wir uns nicht unterhalten. Wenn ihr zum Beispiel einen Bug habt, dann ist es halt interessant, wie man ihn reproduzieren kann. Generell freue ich mich über Feedback und wenn jemand jetzt schon Lust hat, was zu sagen, dann habe ich jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Vielen Dank. Der Kommentar von dort war, dass man in der App eine alternative URL eingeben kann in den Einstellungen und was man halt machen kann, man kann zum Beispiel die Kongress-App nehmen und dann die URL von der Veranstaltung hier nehmen und dann kriegt man quasi auch den Fahrplan angezeigt. Und ob man nicht eine App für alle Events herausgeben könnte, die ja dann nur einmal zu installieren ist. Die Idee gab es schon ziemlich oft. Der Hintergrund, warum ich das bisher nicht gemacht habe, ist, dass die App für den Kongress von Tux Mobile herausgegeben wurde und auch seit 2 Jahren nicht aktualisiert wurde. Und die Anpassungen, die ich für die Veranstaltung mache, also für die MRMCD, Frostcon, Foskis und andere, die haben immer die Notwendigkeit, dass ich da immer was ändern muss. Also zum Beispiel wird hier bei der MRMCD jetzt ein anderes Backend verwendet und da haben sich ein paar Sachen geändert und die müssen dann halt programmatisch angepasst werden. Und was ich persönlich halt auch nett finde, ist, dass man dann auch so ein bisschen das Thema der Veranstaltung im UI-Design, in den Farben, im Logo wiederfindet. Und das ist sozusagen Geschmackssache, ob man eine sehr generische App hat, die alles kann, oder eine auf das Event zugeschnittene. Genau, da kam jetzt nochmal der weitere Kommentar, dass man das könnte man ja einarbeiten, dass sozusagen die App auf all diese unterschiedlichen Backends zugeschnitten ist, das ist richtig, kann man. Ist bisher halt nicht passiert. Also es liegt ganz konkret halt auch wirklich daran, dass ich alleine daran entwickle. Der Code ist jetzt, glaube ich, 5 Jahre alt. Da steckt ziemlich viel technische Schuld drin, die wir modernisieren müssten und ich habe halt einfach selber auch nicht die Kapazitäten, dass ich das machen kann. Deshalb mehr Teilnehmer. Weitere Fragen? Dann bedanke ich mich. Ich bedanke mich ebenfalls bei dir. Und wenn es keine weiteren spontanen Einreichungen gibt, bedanke ich mich auch bei euch fürs Dasein und wünsche euch im Anschluss viel Spaß mit dem Closing-Event.